Na, reicht das? Ist hier irgendwas? Haben wir es zu der unidentifizierten Signalquelle geschafft? Sieht nicht so aus. Ärgerlich. Hey, erkenne ich da Sternenkonstellationen? Ach so. Was war das denn? Ja. Jetzt habe ich meinen Faden völlig verloren, leider. Verzeihung. Nee, da wollen wir nicht hin, dass wir retten. Was war das denn? Unser Computer gerade mit uns geredet, oder habe ich mich da geirrt? Also ich visiere einfach mal die andere Sonne hier an. Da sollten wir ein paar Signale finden. Da zum Beispiel. Ach genau, jemand hat mir geraten, ich soll die Eagle erstmal aufrüsten. Das wollte ich vorhin noch sagen, weil die ja dann doch ganz schön brauchbar ist. Aber ich muss ehrlich sagen, da die eine geringere Sprungreichweite hat als die Sidewinder, ich würde halt schon ganz gern mal in die neuen Gegenden so langsam. Und das mit der Eagle irgendwie nicht machbar. Deswegen würde ich schon ganz gerne bald auf die Viper aufrüsten. Ein weiterer Grund, warum wir bisher noch nicht so viel Fortschritt hier im LP gesehen haben, ist natürlich auch, dass ich größtenteils mich bisher beschäftigt habe mit quasi den Anfängersachen, weil ich halt, wie gesagt, nicht die Zeit hatte, um jetzt viel hier rumzuprobieren. Ich wollte nichts riskieren erstmal. Gut, das war dann ein Großteil dessen, was wir schon im Premium-Teil des LPs gesehen haben, also im Premium-Beta-Teil. Aber war jetzt auch nicht so schlimm, hoffe ich mal. Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute halt, dass man beim Let's Play zuschauen eben... Also zumindest ich sehe das immer so, dass man beim Zuschauen eher zuguckt wegen des Moderators und, sagen wir mal, nicht nur wegen des Spiels. Ist hier überhaupt irgendwas? Ja, da ist ein Schiff. Drei Vipern. Toll, Security Service. Nochmal Security Service. Und wahrscheinlich nochmal Security Service. Jawohl. Das ist ja blöd jetzt. Ach komm ey. Geht doch. Ach, ich weiß, was da labert. Das ist das Market Tool. Haha. Kann man das irgendwo ausstellen? Ich würde jetzt gerne mal kurz... Ich werde mal kurz raustappen und das nachschauen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Random Banter. Da, das müssen wir ausmachen. So. Ich hoffe, das hat jetzt keine allzu schlimmen Auswirkungen auf das Video. Ich weiß auch gar nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ich glaube, ich habe ausgeschaltet, dass man die Windows-Sounds bei der Aufnahme hört. Aber mich irritiert es total. Deshalb, ja, habe ich das mal ausgeschaltet. Also zum einen habe ich den Eindruck, wir kommen nicht wirklich näher. Und zum anderen habe ich nicht den Eindruck, dass hier viele unidentifizierte Signale noch auftauchen. Deswegen drehen wir mal um und bleiben mehr zwischen den Planeten des Hauptsystems. Und schauen uns da ein bisschen mehr um. Aber just, wenn man vom Teufel spricht, ne? Also, gerade sage ich noch, es kommen keine unidentifizierten Signale und schwupps. Und wir sind etwas zu schnell.
Nicht, dass wir in der ersten Aufnahme, wo die aufgetaucht sind, gemacht, da haben wir ja ständig welche getroffen. Aber zwischen den Planeten sind wahrscheinlich einfach mehr. Deswegen kehren wir da gleich mal hin zurück. Aber wir werden jetzt einfach jedes Signal, das wir treffen, untersuchen. Vielleicht mache ich dann auch mal extra ein paar längere Folgen. Oder eine oder so. Denn eben jener Herr Valentin hat mir gesteckt, dass da bei den Signalen auch gerne mal Gold rumliegt, einfach so. Mensch, Kinders, das kann doch nicht sein. Und das wäre natürlich schon schön. Das Beste, was ich bisher bei den Signalquellen gefunden habe, war Giftmüll. War natürlich ein Hit. Nicht. So, was haben wir hier? Vielleicht trifft man ja auch einen Pirate Lord. Hust. Das sieht wieder sehr nach einer Patrouille aus. Oder vielleicht sind es auch wieder zwei Patrouillen und ein Dings, ein Pirat. Nein, es scheint alles eine Patrouille zu sein. Ja, ja. Ach, wir haben hier irgendwie kein Glück. Von wegen Gold. Ja, naja, vielleicht finden wir ja noch ein anderes, vielleicht finden wir ja noch bessere Signale. Elite ist eben auch ein Spiel der Geduld. So, wir fliegen mal Richtung... wo können wir denn mal hin? Azelus 2. Eigentlich auch ein... Ah, es gibt auch ein 1. War ich mir gerade gar nicht sicher. So, ich drossel schon mal stark runter. Ach, mich trifft das ja ein bisschen. Ich habe heute einen Abonnenten verloren. Das ärgert mich immer. Es wird mich wahrscheinlich auch immer ärgern, wenn ich das mitkriege, dass Leute mich wieder deabonnieren. Das finde ich schade. Also ich meine, was mich am meisten daran... Ich finde das nicht schade, weil ich einen Abonnenten verliere im Sinne von, oh, eine potenzielle Einnahmequelle ist weg, weil ich verdiene ja damit noch nichts. Und ich bin ja auch nicht einer von diesen YouTubern, die am Ende jedes Videos sagen, oh, bitte abonniert mich, bitte liked mich, bitte teilt mich mit der ganzen Welt, teilt mich euren Freunden und euren Verwandten und euren Kindern und euren Kindeskindern. Weil ich das ehrlich gesagt ein bisschen ätzend finde, wenn man das ständig macht. Und ich möchte den Leuten gern selbst die Entscheidung überlassen, ob sie für sich entscheiden, hey, das hat mir gefallen, das abonniere ich oder das like ich oder das erzähle ich einem Kumpel oder was auch immer. Und ich möchte nicht immer diesen Spruch hinterherhauen, weil das dann immer so wirkt, als würde ich das verlangen. So, wisst ihr? Und deshalb trifft mich das immer, weil ich vor allem meistens natürlich nicht weiß, oder eigentlich bisher habe ich es noch nie erfahren, warum die Leute da jetzt deabonnieren wieder. Und ist ja jetzt auch nicht so, als hätte ich irgendwie unter meinen Videos großartige Hater-Kommentare bisher bekommen. Also eigentlich keinen. Bis auf einen, wo sich jemand beschwert hat, dass das Video einen englischen Titel hat, aber in deutscher Sprache ist. Und das war jetzt nicht wirklich ein Hater-Kommentar. Der hat sich halt ein bisschen zu Recht beschwert, aber nun ja. Hier ist überhaupt nichts. Das ist auch schön. Wow. Sind das alles Piraten? Zumindest beschießen die sich gegenseitig. Das ist schon mal was Interessantes. Wir steigen mal ein und hoffen, dass wir... Okay, wir kriegen kein Kopfgeld dadurch. Mm.
muss ja übrigens sagen, so wenn ich nach jetzt so nach einigem Testen damit, der Salvenlaser lohnt sich eher als Ergänzungswaffe. Oder zumindest nicht auf der Eagle. Obwohl er echt nicht so schwach ist. Na, das hat sich doch gelohnt. Na, das war doch wohl unser Kill, oder? Jawohl. Da beschießt uns ein Feind. Das Beste daran ist, da wir nicht gesucht sind, wird sich dadurch sein Kopfgeld erhöht haben. Aber er manövriert uns gerade noch ein bisschen aus. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen. Andererseits freue ich mich ja übrigens immer sehr darüber, wenn Leute schreiben, dass sie wegen meines Let's Plays das Spiel sich zugelegt haben. Dann weiß ich, das gibt einem irgendwie das Gefühl, dass man was richtig gemacht hat. Wenn man durch das, wenn ich durch das, was ich hier zeige, den Leuten Lust auf das Spiel mache, dann freut mich das sehr. Dann scheint es den Leuten ja zu gefallen. Und es ist wirklich, also für mich ist es, ja, das, wenn ich das Wort Schadenfreude jetzt benutze, dann ist, klingt das falsch. Also, wie viele Leute sich doch jetzt den Expansion Pass zurückwünschen, also das, was man bei anderen Spielen als Season Pass kennt. Und da liest man wirklich traurige Geschichten, also dass Leute es irgendwie um 2-3 Tage verpasst haben. Oder so, das ist natürlich ärgerlich. Also, aber da wird auch schon heiß diskutiert in den Foren, in den englischsprachigen zumindest. Ich weiß nicht, wie das in den deutschen aussieht, da gucke ich etwas seltener rein, muss ich zugeben. Dass der doch wieder eingeführt werden sollte, aber... Naja, ich denke nicht, dass... Also ich denke auch nicht, die überwiegende Meinung ist, dass es den nicht wiedergeben wird. Und das denke ich auch so. Weil das ja... Also man wollte ja von Frontier aus die Spieler oder die Käufer, die halt schon früh an das Spiel geglaubt haben, damit belohnen. Und genau das gleiche gilt für die Kickstarter-Backer, die den Alpha-Zugang hatten zum einen und die andere Startschiffe schon haben. Ich glaube... Das war ja an die Geldbeträge, die man gespendet hat, gekoppelt. Ich weiß nicht genau, wie das da gestaffelt war, aber es gibt ja zum Beispiel auch Spieler, die halt als Startschiff eine Cobra haben werden. Und 1000 Credits. Wobei 1000 Credits hat ja jeder, aber halt eine Cobra zum Start ist schon mal was anderes als eine Sidewinder. Und ich glaube, es gibt auch Spieler, die sich direkt mit einer Anaconda eingekauft haben, wobei ich mich frage, wenn man das tut... Wo ist dann die Herausforderung? Sich zu allen anderen Schiffen runterzuarbeiten, oder? Na komm. Bumm. 550. Also wir haben zwar kein Gold gefunden, aber wir verdienen zumindest anderweitig. Und da hinten wird noch mehr geballert. Sieht mir aber wieder nach Security Service, genau. War hier nicht vorhin noch eine Cobra? Haben wir die schon zerstört? Ich habe nie aufgepasst. Aber die Sidewinder können wir auch noch mitbehaken. Zweifelsfall für die gute Tat. Nein, wir kriegen sogar den Abschuss. Das ist ja grandifationös. Ja, das war doch schon eins der besseren Signale dann. Dann versuchen wir jetzt mal weiterzukommen und noch vielleicht doch noch den Goldfund zu machen. So, Richtung Azellus 2 waren wir unterwegs. Da wollen wir auch weiterhin unterwegs sein. X.
Hier draußen nimmt man wirklich schnell Geschwindigkeit auf im Super Cruise, aber da wird's schon langsamer. So. Immer mal wieder was trinken, die Kehle geölt halten. Und könnt ihr meinen, die Optik bewundern, aber nein, natürlich nach Signalen Ausschau halten. Hier ist leider im Moment nichts. Aber die tauchen ja immer mal wieder auf. Also der Vorteil bei den Signalen ist natürlich, da ist immer schön viel Abwechslung geboten. Also so zu hoffen. Dann trifft man mal auf Piraten und mal trifft man nur auf eine Patrouille und mal liegt einfach nur Fracht rum. Da ist alles drin. Wenn bei einem unidentifizierten Signal ist das näher. Das ist näher. Dann nehmen wir erstmal das hier. Wenn man da noch auf Asteroidenfelder treffen könnte, das wäre natürlich was. Es ist ja auch übrigens mittlerweile erstaunlich, dass viele Leute offensichtlich mittlerweile ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ach wisst ihr was, ist mir jetzt egal, wir nehmen doch das da. Wobei, nein, das ist so weit weg. Mittlerweile sind ja einige Leute, wie man hört, wegen Star Citizen etwas desillusioniert. Weiß ich nicht so genau warum, weil, also, wobei doch, ich weiß warum einigermaßen, zumindest teilweise. Es wurde zum Beispiel behauptet, dass man Schiffe bestellt hat, die mittlerweile umkonzipiert wurden. Und, huch, das war jetzt so nicht geplant. Ich hoffe, wir werden noch... Ach, wir haben einfach gerade kein Glück. Wir nehmen die da. Komm, die ist weit genug, nah genug dran, dass wir langsam genug sind und so weiter. Dass man Schiffe bestellt hat mit einer bestimmten Ausrüstung und für eine bestimmte Aufgabe und dass die jetzt mittlerweile umkonzipiert wurden von Robert Space Industries. Nein, also von Chris Roberts und seinem Team. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Entwicklername ist. Auf jeden Fall von den Star Citizen-Leuten. Das ärgert die Fans natürlich. Na, was bist du denn für einer? Ui. Hm. Tja. Suche dringend Tee. Tja, kann ich nicht mit dienen, tut mir leid. Oder auch, dass viele Leute den Eindruck kriegen, dass Star Citizen ein Pay-to-Win wird. Aber Chris Roberts hat ja versprochen, dass jedes Schiff, das man sich im Moment im Online-Shop kaufen kann, auch mit Spielgeld erhältlich sein wird. Das ist doch zumindest eine gewisse Entwarnung. Sind zwei andere Spieler. Ja, also das ist zumindest für mich, finde ich, eine sehr erfreuliche Botschaft, weil sowas in der Art hatte ich auch schon befürchtet, aber wenn man tatsächlich jedes Schiff mit Spielgeld kaufen kann, das es gibt, dann spricht das auf jeden Fall mal für das Spiel. Aber dafür zieht jetzt die wie soll ich sagen, dass dieses leichte Genervtsein von Star Citizen die Leute mehr zu Elite, das ist auch schön. Vor allem, weil dann, also es scheint ja angeblich eine relativ große Zahl EVE Online-Spieler jetzt bereits zu geben. Vor allem Mitglieder der größten EVE Online Corporation, Goonswarm Federation, beziehungsweise Allianz, nicht Corp, es sind ja mehrere Corps, die alle unter Goonswarm operieren. Wenn ich mich nicht irre, ist das sogar eine... Nee, gar nicht wahr. Schon gut. Ja, dass hier Goonswarm-Spieler unterwegs sind, was einigen
Elite-Fans nicht so zusagt.